Hallo liebe Filmfreunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal Andis Kinoblog. Ja, es ist 3 Tage bzw. 4 Tage her, wo der liebe Vorhieß 82 und Mischas Filmwelt bei mir hier zu Hause waren, zu einem wirklich sehr, sehr coolen Nachmittag. Und es hat sich jetzt in den letzten Tagen natürlich auch so ein bisschen bei mir was getan und möchte halt noch ein paar Informationen loswerden und noch mal ein bisschen so über das Wochenende sprechen. Ja, es war, wie gesagt, sehr kurzfristig, dass der Vorhieß, war eigentlich vorher gar nicht geplant, hier zu mir kommt und sich schon mal hier meine Sammlung anschaut und mit mir ein Interview führt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es hat mich, das geht jetzt genau an dich, lieber Stefan, es hat mich sehr, sehr gefreut, dass du hier warst. Natürlich auch du, Michael, seid immer willkommen bei mir und ich hoffe, dass sich da jetzt auch mit dem Stefan eine gute Freundschaft entwickelt, was natürlich meinerseits her wirklich gewollt ist und ich auch Spaß dran habe, weil es war wirklich sehr harmonisch hier gewesen und wir haben eigentlich als Filmsammler auf der gleichen, Frequenz sind wir gesurft, auf derselben Welle. Und sowas ist natürlich immer wieder schön zu erleben. Und ich glaube, das war ein sehr anstrengendes Wochenende für den Stefan. Er hat 3 großartige Sammlungen gesehen. Einmal natürlich die Sammlung vom lieben Roland. Und natürlich, der hat ja, ich kenne ja auch einen Teil seiner Sammlung von früher und der hat ja schon auf jeden Fall eine riesengroße Merchandise-Sammlung gehabt, auch von Ghostbusters und so. Das muss man da ganz klar auch mal sagen. Das ist als Filmliebhaber, wenn man sowas sammelt, wirklich klasse. Und natürlich auch der Michael, Wahnsinnssammlung, auch seine Sammlung kenne ich ja. Er hat sie ja mittlerweile wirklich erweitert. Er war auch erstaunt, als er hier wieder reingekommen ist und was gesehen hat. Aber so geht das weiter und weiter und weiter. Wir sammeln, bis hier einfach in die Bude nichts mehr reinpasst. Und ja, die Konsequenz daraus, irgendwann muss man umziehen, muss man anbauen. Und ich weiß nicht, ob es hier bei mir noch geht, aber vielleicht oben noch ein Stockwerk oben aufs Haus draufgepackt. Und ja, ich würde mich natürlich auch sehr freuen, dann irgendwann mal zu Besuch zum Stefan zu fahren. Das haben wir jetzt auch so mal festgehalten, der Mischa und ich. Vielleicht fährt er dann der ein oder andere noch mit bei uns und dann fahren wir gemeinsam alle zum Stefan und schauen uns oder schaue ich mir mal dem Stefan seine Sammlung an, was auf jeden Fall richtig grandios ist. Ja, Filmsammeln ist eine Leidenschaft und es gibt natürlich auch sehr, sehr viele Filmgruppen, ob das jetzt, wie gesagt, die Filmfreunde Deutschland sind oder auch die Filmjunkies. Auf jeden Fall für jeden was dabei. Schaut einfach auf Facebook vorbei, joint Filmfreunde Deutschland und natürlich die Filmjunkies. Wenn ihr Bock auf Filme habt, wenn ihr diskutieren wollt über Filme, wenn ihr eure Sammlung zeigen wollt, seid ihr dort genau aufgehoben. Es gibt aber noch hunderte von anderen Filmgruppen, die natürlich auch qualitativ sehr gut sind. Und das Herz ist, oder beziehungsweise es ist für jeden etwas da. Und ich denke, jeder kann irgendwo in eine Gruppe rein, wo er sich wohlfühlt und letztendlich dann auch sein Hobby mit den Filmfreaks ausleben kann und ausleben darf. Ja, ich bin auch jetzt wieder dran. Es kommen jetzt in den nächsten Tagen 2, 3 Videos von mir online. Ich bin momentan immer so ein bisschen hängig hinterher. Es ist bei mir einfach zeitlich gerade etwas schwierig, weil ich viel um die Ohren habe, aber das ist halt einfach mein Real Life und das muss natürlich auch von meinen filmbegeisterten Fans oder überhaupt Kanalfans auch akzeptiert werden. Und Leute, natürlich wird es auch wieder andere Zeiten geben, wo ich wieder aktueller bin. Das wird auf jeden Fall auch kommen. Und was gibt es noch Neues? Wie gesagt, 3 Videos werden jetzt in den nächsten Tagen kommen. Ich warte noch auf die Lieferung. Irgendwie hat sich das bei mir wieder verschoben. Paketdienste sind etwas langsamer anscheinend in den letzten Monaten hier bei mir. Warum auch immer, ich weiß es nicht. Es nervt mich total. Normalerweise hätten die Pakete schon längst da sein sollen. Es kommen dann auch Unboxings für euch. Wartet ab. Der eine oder andere hat das schon auf seinem Kanal angeboxt, aber ich will es natürlich auch noch machen. Ich hatte vor einiger Zeit mal auf WhatsApp die Andis Kinoblog WhatsApp-Gruppe gegründet und
Wir haben jetzt eine Umstrukturierung vorgenommen, weil ich denke, ich möchte nicht privat für mich persönlich oder für meinen Kanal eine Andis Kinoblog WhatsApp-Gruppe machen. Mittlerweile sehe ich das so ein bisschen, ich sag mal, ich will jetzt nicht sagen dekadent, aber ich möchte einfach einen neuen Weg gehen. Wir haben in der Admin-Gruppe geredet, beziehungsweise wir haben uns jetzt dazu entschlossen, aus der Andis Kinoblog-Gruppe die Film von der Deutschland-Gruppe zu machen. Und somit kann jeder Filmbegeisterte gerne in diese WhatsApp-Gruppe reinjoinen. Das Einzige, was man dort nur machen sollte, wäre halt auch eine gewisse Grundaktivität zu zeigen. Und ihr könnt euch momentan, ist aktuell ein Post in der Filmfreunde Deutschland-Gruppe auf Facebook, wo ihr dann euch an gewisse Admins euch wenden könnt, denen natürlich die Telefonnummer zuspielt. Und dann laden wir euch gerne in diese WhatsApp-Gruppe ein. Ja, das ist eigentlich so, soll das da jetzt in dieser Gruppe mal wirklich die Thematik Film beherrschen. Es soll wirklich darüber diskutiert werden. Man kann Sammlungen zeigen, man kann seine Videos posten, wenn man YouTuber ist. Man kann aber auch einfach so über Filme diskutieren. Wie gesagt, es gibt so viele Gruppen. Jeder kann tun und lassen, was er möchte und soll auch irgendwo auf seine Kosten kommen. Ja, aber wir möchten das natürlich auch jetzt so anbieten, weil wir denken auch, das ist der richtige Weg in die richtige Richtung. Und wir möchten natürlich keiner anderen WhatsApp-Gruppe oder Filmgruppe da irgendwas streitig machen. Und wie gesagt, jeder soll sich frei fühlen, in irgendeine Gruppe zu gehen, wo er sein Herz blieb. Wenn er mit der Film von der Deutschland-Gruppe nicht klarkommt, hey, mein Gott, es gibt wirklich, wie gesagt, andere Gruppen, die qualitativ genauso gut sind oder auch besser, ich weiß es nicht. Und wenn man sich da wohlfühlt und da reingehen möchte, ist das auch in Ordnung. Dafür haben wir absolutes Verständnis. Das ist nicht immer der Geschmack, den man vielleicht trifft. Und vielleicht kann der ein oder andere mit einem nicht, aber das sollte man einfach mal versuchen, ein bisschen auszublenden und da sich auf das wirkliche Thema besinnen. Wir sind alles Filmfreunde, wir sind alles Filmjunkies, Filmfreaks, Filmnerds und wir haben ein Hobby. Das ist, wie gesagt, das große Thema Film und Filmbegeisterung. Und ich denke, egal wie klein oder wie wenig jemand gesammelt hat oder überhaupt sammelt, trotzdem ist derjenige in meinen Augen ein Filmfan. Und es kommt nicht auf die Größe der Sammlung unbedingt an, sondern auf die qualitative Sache, wie man damit umgeht und wie man auch als Filmbegeisterter sich überhaupt für solche Sachen begeistert. Das Spektrum Film ist natürlich riesengroß und es gibt so viele YouTube-Kanäle, es gibt so viele Unboxer, es gibt so viele Filmsammler, die keine Videos machen und alle führen zum gleichen Ziel, immer zum Thema Film. So, ich hoffe, dass es demnächst auch mal wieder das ein oder andere Video mit dem Mischa von Mischas Filmwelt geben wird, wo wir mal was zusammen auspacken. Das ist auf jeden Fall mal geplant. Wir haben mal darüber gesprochen. Bis jetzt hat es sich noch nicht ergeben. Zeitlich halt einfach nicht, weil wir es nicht wollen, aber es hat sich zeitlich einfach momentan noch nicht ergeben. Aber ich denke, irgendwann wird jetzt in naher Zukunft es so sein, dass wir mal wieder ein Video zusammen machen werden, wo er hier ist, dann mit mir oder keine Ahnung, ob es nochmal ein gemeinschaftliches Film- oder Kanalprojekt geben wird, das weiß ich jetzt noch nicht. Das denke ich mal, kann der Michael auch jetzt noch nicht so sagen. Wir hatten ja damals mal so dieses Projekt Michandis Kino Filmwelt Blog, also eine Mischung zwischen Andis Kino Blog und Michas Filmwelt. Aber wie gesagt, das ist ja damals dann eingestellt worden und ich denke, man muss auch nicht unbedingt einen zusätzlichen Kanal haben, nur weil wir beiden was unboxen. Wir werden es halt einfach locker angehen und wir werden sehen, was die Zukunft bringt. Ich freue mich auf jeden Fall drauf und wie gesagt, ich denke mal, die YouTuber oder die YouTube-Community, gerade was das Thema Film-Community und Unboxen betrifft, muss einfach zusammenhalten, weil wir eine Minderheit sind gegenüber anderen großen YouTuber. Wir haben halt nun mal nicht eine sehr große, was heißt Fanbase, aber viele Leute mögen das natürlich, Filme an Unboxings zu gucken. Viele Leute halten das auch für Schwachsinn. Kann ich alles nachvollziehen. Das sind alles Meinungen, die ich auch akzeptiere und auch nachvollziehen kann. Warum packt man was vor der Kamera aus? Ja, warum, das weiß ich auch nicht. Mir macht das Spaß, keine Ahnung. Mir macht das Spaß zu zeigen, was ich habe und meinen
ja, Kanalabonnenten und Filmfreunden und den Leuten einfach zu zeigen, das ist cool, das ist weniger cool, man kann es kaufen, man kann es nicht kaufen. Und das ist letztendlich die Intention meines YouTube-Kanals und auch, ich denke, die Intention von anderen YouTube-Kanälen. Ja, warum, wer Videos macht, ich denke, das ist jedem, ich sag mal, sich selbst überlassen und man sollte das einfach auch so akzeptieren. Dass man nicht immer denselben Filmgeschmack hat, mein Gott, dafür sind Geschmäcker verschieden und finde ich auch überhaupt nicht schlimm. Der eine mag keinen Ghostbusters, der andere mag keinen, was weiß ich. Ist auch egal, ich akzeptiere das, ich finde das auch recht in Ordnung. Der eine steht auf Splatter, ist nicht mein Ding. Der andere steht auf richtige Horrors. Leute, die gucken nur Pornos. Hey, jeder machen und tun, was er möchte. Solange man sich nicht gegenseitig auf die Füße tritt, finde ich das eigentlich auch alles in Ordnung. Ja, das waren jetzt mal so kleine Gedanken. Ich hoffe, wenn ich jetzt jemandem auf die Füße getreten bin, das war keine Absicht, ich glaube aber nicht, weil ich versuche immer neutral zu sein und allem positiv gegenüber zu sein. Und solange man mir natürlich auch nicht auf die Füße tritt, gibt es auch keinen Grund zurückzutreten. Und daher sollte das Thema auch, ja, muss das Thema gar nicht angesprochen werden. Ja, ich wollte eigentlich so ein bisschen verraten, was ich jetzt in den nächsten Tagen noch unboxen werde, aber ich sag einmal, lasst euch überraschen, es kommt Star Wars und es kommen noch so zwei coole Sondereditionen raus, oder die schon rausgekommen sind, die ich noch unboxen möchte auf meinem Kanal, das mir auch sehr wichtig ist, weil es gehört, ja, eine Edition gehört auf jeden Fall mit zu den damaligen Lieblingsfilmen von mir und vor einigen Wochen ist die, ja, gab es da eine VÖ und durch den lieben Olli Uncut habe ich dann gesehen, dass es die gibt, weil manchmal, muss ich ehrlich sagen, gibt es so Editionen, die gehen einfach an mir vorbei. Das Problem ist einfach, durch die ganzen Medien, die es gibt und oder Social Media und die ganzen Gruppen, wo man drin ist, ganz ehrlich, ich muss da gestehen, ich verliere da manchmal den Anschluss. Dann kommst du nach Hause, 500 Posts und du guckst nicht jeden durch. Und dann tut man einfach auch mal eine VÖ manchmal verschwitzen. Das ist einfach so und das ist momentan bei mir, weil ich viel zu tun habe, weil ich momentan viel unterwegs bin, viel am Arbeiten bin, hier im Haus am Arbeiten bin. Es ist einfach manchmal too much und ich denke, man kann es auch irgendwo mal nachvollziehen, dass man nicht immer 100% aktuell ist. So. Geschluss jetzt mit meinem Geplapper. Ich möchte mich nochmal ganz recht herzlich beim lieben Stefan, dem Vorhieß 82, bedanken. Nochmal vielen Dank, dass du hier warst. Vielen Dank, dass wir einen schönen, ja, langen Nachmittag bei mir, aber einen kurzen Nachmittag in Koblenz verbracht haben, weil ich leider irgendwann mich ausklinken musste, weil ich um 8 Uhr arbeiten musste. Und danke Michael, dass du mich mitgenommen hast. War wirklich ein schöner Tag. Auch danke an dich nochmal, Micha, dass du hier warst und wir wirklich so ein lockeres und cooles Gespräch hatten. Ganz ehrlich, ich habe mich gefühlt, als wäre die Freundschaft nie weg gewesen oder keine Ahnung. Und auch das letzte Video möchte ich mich nochmal bei euch Abonnenten bedanken und auch die Leute, die meinen Kanal abonniert haben und Fans. Ihr habt wirklich total krass auf dieses Video reagiert und für den einen war es ein Schock, aber natürlich nach der Schocksituation kam dann, ey cool, ne, diese Situation auf, vielleicht verstehen es einige nicht, warum, weshalb, ist auch egal, aber die meisten haben, was heißt die meisten, eigentlich alle haben positiv reagiert auf das Video mit Stefan und Michael. Es gab super viele Daumen hoch, es gab ein paar Daumen runter, okay. Muss man auch mitleben, ne? Ist ja auch in Ordnung, habe ich nichts gegen. Und es kamen total viele Reaktionen, dass im Endeffekt alle, die das Video gesehen haben und kommentiert haben, damit einverstanden waren und gesagt haben, ey, super geil, dass wirklich drei coole, ich sag mal, YouTuber bzw. YouTube-Unboxer sich auf einer Couch zusammensetzen, einen Nachmittag verbringen und es war echt eine positive Sache und es freut mich total auf eure mich hat eure Reaktion total gefreut, finde ich richtig klasse, vielen Dank nochmal dafür, für das positive Feedback und ja, ich klinke mich jetzt aus und wünsche euch was und wenn ihr wirklich Bock habt auf Facebook bzw. in die WhatsApp-Gruppe von den Filmfreunden Deutschland reinzukommen, könnt ihr reinkommen, kein Problem, schreibt oder kommt in unsere Gruppe oder die Leute, die schon in unserer Gruppe sind auf Facebook, Filmfreunde Deutschland, schaut einfach kurz den Post und dann sehen wir uns. Bis dann, ciao, euer Andi von Andis Kinoblog. Tschüss!